All das, was wir sagen, wird ja so gut wie in jedem Unternehmen betrieben. Spätestens seit dem Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung haben wir es wirklich fast in jedem Unternehmen zu finden. Es werden riesige Mengen an Liquidität, riesige Mengen an Geld, an finanziellen Mitteln mit der betrieblichen Altersversorgung bewegt. Sowohl mitarbeiterseitig als letztendlich auch arbeitgeberseitig. Es finden sich immer noch viele Arbeitgeber, die auch arbeitgeberfinanzierte Systeme installieren zur Mitarbeitergewinnung, zur Mitarbeiterbindung als Alternative im Vergütungssystem, also das Thema betriebliche Altersversorgung statt Gehaltserhöhungen und solche Dinge mehr. Aber man muss sich hier natürlich die Frage stellen, wie zukunftsfähig sind die Systeme, die man heutzutage anwendet? Man braucht nicht diskutieren, Pensionskasse oder Direktversicherung, rückgedeckte Unterstützungskasse oder Pensionsfonds. Eins haben alle gemeinsam, die Liquidität fließt aus dem Unternehmen ab. Und wenn ich mal gerade das Thema Liquidität und Liquiditätsreserve als strategisches Unternehmensziel der Zukunft sehen muss, dann geht diese Lösung, Geld abfließen zu lassen, weit am Ziel vorbei. Das kann sich ein Unternehmen aus meiner Sicht nicht leisten, einerseits mit der Bank zu verhandeln, um Kontokorrentzinsen, um eine Kontokorrenterhöhung, um die Belastung des Rahmens, um irgendwelche Konditionen oder Sicherheiten und auf der anderen Seite Geld Monat für Monat aus dem Unternehmen abfließen zu lassen. Also aus Unternehmersicht alles andere als zukunftsfähig. Wenn ich die Mitarbeiterseite noch einbeziehe, Mitarbeiter sind unsere wertvollsten Ressourcen, die wir in Zukunft einfach haben oder die wir jetzt in unseren Unternehmen schon haben oder die wir vor allem brauchen, um weiter bestehen zu können, um weiter wachsen zu können, um weiter expandieren zu können oder überhaupt um qualitativ in der Wirtschaft bestehen zu können, dann ist die Lösung auch für den Mitarbeiter wenig interessant. Überweist der Arbeitgeber 100 Euro, kommt bei der Versicherung keine 100 Euro an, zumindest im Spartopf des Arbeitnehmers sind es keine 100 Euro, sondern es sind vielleicht mal 70 Euro oder weniger als 70 Euro im Durchschnitt, die überhaupt dort ankommen, die überhaupt verzinst werden. Und auch wenn man den Berichten FAZ, wie Versicherer ihre Leistungen frisieren, Glauben schenkt und eine Untersuchung von über 50 Versicherern mit einer Dauer von 14,5 bis 20 Jahren glaubt, die es dauert, bis das eingezahlte Kapital, das heißt die 100 Euro, erstmal wieder vorhanden sind, ist es natürlich auch aus Mitarbeitersicht alles andere als zukunftsfähig, alles andere als interessant. Und ich frage mich natürlich, wie kann ich so einen Mitarbeiter halten, wenn ich ihm so ein relativ unattraktives Angebot mache? Selbst die Unternehmer, die sagen, ich gebe 20% oder 30% obendrauf. Ja, okay, was bewirkt das? Das eingezahlte Kapital ist dann vielleicht aus Arbeitgebersicht, aus Arbeitnehmersicht schon nach 10 Jahren vorhanden. Aber es fehlen immer noch liquide Mittel, es fehlt immer noch Geld, es ist immer noch wesentlich weniger da. Und der Arbeitgeber zahlt obendrauf. Auch das ist relativ uninteressant. Und Zukunftsfähigkeit muss man natürlich auch mit den Kapitalanlagesystemen beschäftigen. Es stellt sich schon die Frage, wie weit und wie sicher ist es, in Staatspapieren anzulegen, was die Versicherer tun bzw. auch tun müssen, oder ist es sinnvoll, das Geld in Kapital, in Sachkapital, in Realkapital, in Real- und Sachwerten anzulegen, beziehungsweise das eigene Unternehmen als Potenzial, als Gewinnpotenzial der Zukunft einfach zu stärken. Und von daher muss vor dem Hintergrund Zukunftsfähigkeit die betriebliche Altersversorgung, wie sie vor allem im Mittelstand, nicht unbedingt in großen und in größeren Unternehmen betrieben wird. Die machen ihnen Finanzierung. Die nutzen diese Liquiditätsreserven schon immer. Schauen Sie DAX-Unternehmen an, schauen Sie an, wie viel das innen finanziert ist. Das ist mit Sicherheit rund die Hälfte. Schauen Sie andere große Unternehmen an, wie viel Mittel hier frei im Unternehmen sind und wie viel im Endeffekt angelegt wird. Dann wird diese Quelle ganz stark genutzt. Im Mittelstand ist hier noch sehr viel Aufholpotenzial und gerade der Mittelstand muss sich um das Thema Zukunftsfähigkeit als große Stütze der deutschen Wirtschaft ständig bemühen und natürlich auch hier aus meiner Sicht gerade in dem Punkt zukunftsfähige betriebliche Altersversorgung auch noch aufholen.